Hallo, ich bin die Dani, das ist die Casey. Die Casey gehört seit 2 Jahren mir und wir haben leider ziemliche Startschwierigkeiten gehabt. Es hat eigentlich mit harmlosen Dingen angefangen, wo ich dann wahrscheinlich auch falsch gehandelt habe, aber es hat sich dann aufgeschraubt zu Sachen wie unkontrolliertes Losrennen an der Lounge, Buckeln, Steigen, Strick aus der Hand reißen, davonrennen, halsbrecherisches Tempo, wo ich gedacht habe, jetzt sind gleich alle Haxen ab. Und hat sich dann so weit ausgeartet, dass sie sich beim Anreiten wirklich mit mir so aufgeführt hat, mich ganz wild abgebuckelt hat und ich eigentlich wirklich schon recht verzweifelt war und gedacht habe, also wenn aus ihrer noch was werden soll, dann müssen wir es jetzt zu Martina geben. Und ja, das habe ich dann gemacht und jetzt sind wir mittlerweile den 3. Monat da im Beritt und also ich habe ein komplett neues Pferd gekriegt. Das jetzt leider leidet. Komplett neiges Pferd. Ich bin jetzt gerade wieder geritten. Schritt, Trab, Galopp. Wir sind heute das erste Mal über Cavaletti gesprungen. Und ja, also es ist einfach ein Wahnsinn. Und ich habe heute einen Besuch mitgebracht, damit die das einmal sehen, was wirklich passiert. Da. Ja. Ja, und ich finde, wir haben auch eine neue Dani bekommen, nicht nur eine neue Casey. Weil die Dani hat dann auch einfach, wenn sie mir erzählt hat, oft schon gemerkt, sie hat Angst entwickelt von dem her. Und jetzt sieht man einfach, dass sie wieder mit Freude draufsteigt, dass sie, wenn sie mal was erzählt, sie erzählt das mit Freude und das passt einfach wieder. Ja, ich bin die Mama von der Daniela und ich kann das nur bestätigen. Also ich war heute das erste Mal dabei, seit die Casey herunten ist und es ist wie wenn wir ein neues Pferd hätten. Also die Daniela ist traumhaft geritten, alle Gangarten. Und es war so schön zum Anschauen, also es war einfach herrlich. Und ich bin auch schon umgesessen und bin auch schon Schritt und Trab, haut super hin. Und also ich habe so eine Freude und vor allem, weil es meinem Kind auch wieder gut geht. Danke Martina! Danke!